Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der David Batra. Manche von euch kennen mich vielleicht im Zusammenhang mit der asiatischen Ganzheitslehre des Ayurveda. Für dieses Video habe ich jetzt einmal eine Geschichte verfasst, eine Corona-Geschichte. Das heißt, eine Geschichte, wo so verschiedene Ansichten zum Thema beleuchtet werden. Der Titel heißt Der Meinungsfanatismus zweier Schulfreunde. Die Geschichte dauert jetzt ungefähr so 20 Minuten, 25 Minuten. Oh Gott, was habt ihr mit mir gemacht? Stöhnt Ralf und schämt sich halbnackt im Krankenhaus vor seinen Krankenschwestern zu liegen. Bei Tim kommt in jenem Moment ein erleichterndes Gefühl auf. Tim und Ralf sind zwei langjährige Schulfreunde aus der Gymnasialzeit und nun seit dem letzten Klassentreffen im Juni 2020 wieder gut befreundet. Obwohl sie sich seit der Matura im Jahr 2005 nicht mehr sahen, scheint die Freundschaft zunächst wie damals. Tim, ein schlanker, hochgewachsener Mann, Mitte 30, interessiert sich als Biologe in erster Linie für die Natur, aber auch für Theater, Musik und bestreitet seinen Lebensunterhalt als Lehrer. Er ist mit Anneliese, einer alternativen 30-jährigen jungen Dame, liiert, die sich derzeit deren gemeinsamen einjährigen Töchterchen Florentina widmet. Ralf, ein mittelgroßer, muskulöser Mann hingegen, absolvierte sein Medizinstudium mit Ehrgeiz und ist nun internistischer Facharzt im Krankenhaus. Er hat Christine, die Tochter vom Ärztekammerpräsidenten, geheiratet, welche sich nun um Christian, den zweijährigen Sohn, kümmert. Beide Schulfreunde verbindet seit jeher die Affinität zur Naturwissenschaft. Als eines Abends Tims Familie bei Ralf eingeladen wird, begrüßt man sich mittels Ellbogengestik und plaudert in einer netten Runde. Es wird ein Cabernet Sauvignon höchster Qualität aus Langenlois, Donautal, zu einem edlen, klassischen Fleisch- und Sojasteak konsumiert. Ralf prahlt mit seiner Harley-Davidson und seinen neuen Oldtimern. Anneliese erzählt Christine voller Stolz, dass ihre Florentina gar nicht geimpft ist und was sie ihr alles für Naturheilmittelchen verabreicht. Plötzlich schreit Christina laut auf: Wie kann man so unverantwortlich sein und sein Kind nicht impfen lassen? Anneliese darauf: Seinem Kind alle Impfungen zu verabreichen ist höchst risikoreich und man nimmt Erkrankungen wie Autismus, Allergien, Persönlichkeitsstörungen und auch Autoimmunerkrankungen in Kauf. Ralf ist zunächst entsetzt, nimmt es aber zur Kenntnis und meint darauf nur, dass sie wohl wenigstens die Corona-Impfung im Sinne der gemeinsamen Pandemiebekämpfung durchführen sollen. Er selbst habe bereits russische Impfstoffdosen lagernd und kann deren Verimpfung kaum erwarten, denn dann hat Corona endlich ein Ende. Tim hält dann fest: Diese Impfstoffe werden im Husch-Pfusch-Verfahren entwickelt, sind erstmals auf dem Markt, haben in Tests massive Nebenwirkungen bis hin zu möglichen genetischen Schäden auf die nachfolgende Generation. Ralf entgegnet wutentbrannt: Nebenwirkungen werden von der zuständigen Arzneimittelbehörde geprüft, wobei der Schaden- und Nutzeneffekt abgewogen wird. Da brauchst du dich am allerwenigsten kümmern, du Verschwörungstheoretiker! Corona-Leugner, fast Mörder, du! Tim meint darauf, dass die Arzneimittelbehörde großteils in Händen der Pharmaindustrie ist und diese sich quasi selbst kontrolliert. Außerdem seien Impfschäden als langfristige genetische zu betrachten und damit nicht unmittelbar feststellbar. Wenn schon Mörder, der sei er, wenn er diese Leute, dieses unerprobte Arzneimittel skrupellos initiiert. Christine und Anneliese versuchen zu besänftigen, vertreten jedoch beide die Standpunkte ihrer Ehepartner. Ralf verschwindet mal kurz für einige Minuten, worauf sich die Stimmung beruhigt zu haben scheint und jeder an seinem Weingläschen nippt. Auf einmal kommt mit einem Karacho ins Wohnzimmer Ralf gerannt und springt Tim an, sodass dieser zu Boden fällt. Er drückt Tims rechten Arm mit seinem linken Knie auf den Boden, während er Tims linken Ärmel raufkrempelt. Ralf hält in seiner rechten Hand eine Spritze mit dem Covid-Impfstoff. Er klopft die Vene noch ab und holt mit der Spritze noch aus und schreit: Jetzt wirst du sicher gemacht für die Allgemeinheit.
Anneliese schnappt in letzter Sekunde die Weinflasche, um Tim zu beschützen, und schlägt diese über Ralfs Kopf. Ralf fällt regungslos zu Boden. Christine schreit Anneliese an: Was hast du mit ihm gemacht? Anneliese antwortet darauf: Es war Notwehr. Schließlich wollte er ihm die Gipsspritze verabreichen. Sie versorgen die Kopfwunden mit Verbänden, während sie auf den Krankenwagen warten. Zum Glück kommt der Notarzt mit seinen Sanitätern binnen weniger Minuten. Im Krankenwagen zeigt Ralf die ersten Regungen. In der Notaufnahme versorgen ihn Krankenschwester Monika und der ärztliche Kollege Albert mit Infusionen. Monika versteht seine geheime Verehrerin und kümmert sich mit Genuss um ihn, zumal sie die Chance, ihm näher zu kommen, wittert. Der ärztliche Kollege war und ist immer noch sein Konkurrent. Anneliese, Tim und Christine überlegen nun, wie sie die Geschichte dem Krankenhaus schildern, ohne dabei jeweils einen eigenen Image-Schaden sowie keinen für Ralf zu erleiden. Dies könnte für alle Beteiligten unangenehme langfristige Folgen aufweisen. Insbesondere wenn Ralfs illegaler Impfversuch ans Licht kommen sollte, ist er seinen Job los und sein Konkurrent übernimmt diesen. Gott sei Dank ist mein Corona-Test negativ, murmelt Alf vor sich hin, während die anderen das Krankenhaus ohne vorherige Testung nicht betreten dürfen. Tim, Anneliese und Christine beratschlagen sich also vor der Krankenhaustür. Wir sagen einfach, wie es war, ohne das mit der versuchten Impfung zu erwähnen, schlägt Christine zunächst vor. Anneliese darauf: Also wenn schon Wahrheit, dann die ganze. Ich bin nur bereit, meine Strafe abzubüßen, wenn der gesamte Zusammenhang auch dargelegt wird. Christine erwähnt, dass dies keinesfalls gesagt werden darf, da Ralf die Impfstoffe illegal aus Russland bezog und allein schon deshalb seine Karriere Geschichte wäre. Es wäre für uns alle wesentlich günstiger. Wir würden es als einen Unfall darstellen. Ralf kam mit seinem Fotoalbum ins Zimmer gerannt, rutschte aus, schlug mit dem Hinterkopf auf den Tisch auf, stürzte zu Boden, worauf ihm zusätzlich die Weinflasche auf den Kopf flog. Aber was machen wir, wenn Ralf nun schon die Wahrheit dem Arzt erzählt hat? Monika wird von Dr. Albert geschickt, um das negative Ergebnis des Schnelltests mitzuteilen, als sie von Beginn von der lautstarken Diskussion mitbekommt. Unbemerkt lauscht sie an der Eingangstür und traut ihren Ohren nicht. Das Verhältnis von Ralf und Albert ist seit langem angespannt. Zwischen den beiden gab es zuletzt eine große Auseinandersetzung wegen der Corona-Impfung. Albert ist Arzt, der strikt gegen die Corona-Impfung ist. Ralf teilte eine diesbezügliche Aussage Christines Vater, dem Ärztekammerpräsidenten, mit, worauf Albert vor diesen treten musste, um sich zu rechtfertigen. Der Ärztekammerpräsident legte ihm nahe, auf derartige Aussagen in Hinkunft zu verzichten, denn ansonsten würde dies Konsequenzen nach sich ziehen. Albert war jedoch uneinsichtig und argumentierte mit der Meinungsfreiheit. Daraufhin wurde er auf Anordnung des Präsidenten in die Notfallsambulanz mit verstärkten Wochenenddiensten quasi strafversetzt. Er würde also nichts lieber tun, als sich an Ralf und auch an Christine wegen dieser Versetzung durch ihren Vater rächen. Monika öffnet langsam die Tür und informiert die Gruppe über den negativen Corona-Test. Sie fragt auch, wer die Schilderung des Unfallhergangs übernehmen möchte, denn Ralf sei derweil noch nicht ganz bei Sinnen. Christine meldet sich sofort und legt Albert gemäß der vereinbarten Version den Vorfall dar. Albert ist an Anbetracht der Situation schon etwas über den Schweregrad der Verletzungen verwundert, nimmt die Schilderung aber zur Kenntnis. So wie es aussieht, wird Ralf ein paar Tage im Krankenhaus bleiben und kommt dann wieder wohlbehalten nach Hause. Es ist nun alles gesagt, verkündet Christine beim Herauskommen der anderen. Am nächsten Tag bringt Monika das Mittagessen zu Ralf und kontrolliert dabei die Verbände und fragt, ob denn soweit alles in Ordnung sei. Er antwortet, dass er sich bis auf ein wenig Magenschmerzen recht gut fühle. Monika meint darauf, du hast halt ein schlechtes Gewissen. So etwas schlägt sich nun mal auf den Magen. Ralf fragt verwundert, wie sie denn auf so etwas komme und warum sollte denn gerade er ein schlechtes Gewissen verspüren?
Monika darauf, an deiner Stelle wäre ich mir da nicht so sicher, ob dich nicht doch etwas drückt. Er sieht sie etwas verärgern und fragt, woraus er nun konkret hinaus möchte. Sie antwortet nur, dass sie beide sehr wohl wissen, wovon sie sprechen. Beziehungsweise falls nichts, habe er während des gesamten Mittagessens Zeit zum Überlegen. Ralf schaudert vom Kopf bis zu den Zehen und er zieht sich die Decke bis über den Kopf. Er bekommt keinen Bissen hinunter. Als Monika zurückkommt, nanu, du hast ja gar nichts gegessen. Ralf darauf, ich habe ja gesagt, dass ich Magenprobleme habe. Monika meint darauf, dass seine brisante Geschichte für Albert sicherlich von Interesse sein könnte. Ralf wird wütend. Sag mir, was du willst. Deine Liebe, deine Zuneigung, das weißt du doch, antwortet sie. Monika, so etwas kann man doch nicht erzwingen. Ich bin gut verheiratet, wir haben zusammen ein Kind. Sieh das doch bitte ein, fleht er sie an. Kann ich nicht erzwingen? Puh. Da bin ich mal gespannt, was Albert zu dem Vorfall sagt. So, Monika. Ralf versucht, Monika zur Vernunft zu bringen, obgleich er natürlich eingesteht, hier Fehler gemacht zu haben. Aber dies berechtigte sie nicht dazu, ihn zu erpressen. Plötzlich tritt Albert in das Krankenzimmer. Na, Herr Kollege, alles im Lot soweit? Nichts gegessen, wie ich sehe. Er spürt die etwas düstere Stimmung zwischen den beiden. Komme ich etwa im falschen Augenblick? Nein, im Gegenteil. Albert, ich möchte mich für alles, was zwischen uns gelaufen ist, entschuldigen. Es tut mir leid, auch die Sache mit Christines Vater, und ich akzeptiere auch voll, dass du in manchen Dingen anderer Meinung bist, entschuldigt sich Ralf. Albert ist verblüfft, denn Einsichtigkeit zählte eigentlich nie zu Ralfs Stärken. Er vermutet eher, dass Ralfs Reue aufgrund des Krankenhausaufenthaltes vorgetäuscht ist und entgegnet, alles gut soweit, ich werde etwaige Diskrepanzen der Vergangenheit zwischen uns jetzt mal völlig außer Acht lassen. Er stellt fest, dass sich medizinisch einigermaßen alles positiv entwickelt und der Aufenthalt vermutlich über ein paar Tage nicht hinausgehen wird. Danach verlässt er den Raum und waltet seines Amtes weiter. Monika bleibt im Zimmer und weist Ralf darauf hin, dass ich ihn nun ziemlich in der Hand habe und stellt ein Ultimatum. Entweder du nimmst mich oder ich lasse deinen illegalen Impfstoff und dessen beabsichtigte Verabreichung auffliegen. Ralf wird heiß und kalt zugleich, wobei er gleichzeitig einen Hass auf Monika kommt. Jetzt sitze ich voll in der Patsche. Mit wem kann ich darüber reden? Denkt sich Ralf. Wenn er es Christine anvertraut, dann käme es vermutlich zu einer Streiterei zwischen Monika und ihr, was der Sache nicht dienlich wäre. Außerdem käme da die Affäre mit Monika kurz vor Bekanntwerden Christines Schwangerschaft heraus. Monika hatte sich damals eine ernsthafte Beziehung gewünscht, doch für Ralf war es nur eine sexuelle Abwechslung für zwischendurch. Sie entstammt aus desolaten Familienverhältnissen mit einem Alkoholiker als Vater und einer sehr beschäftigten Mutter, die ständig verschiedene Berufe hatte, um die Familie ernähren zu können. Liebe zu erzwingen, das lernte sie von klein auf. Ralf weiß, ein Gespräch mit ihr wäre zwecklos. Auch das Abendessen und Frühstück am nächsten Tag bleiben von Ralf unangetastet. Allein die Tatsache, dass Monika es serviert, macht es für ihn ungenießbar. Sollte er vielleicht das Gespräch mit Albert suchen? Er schleppt sich aus dem Bett und macht sich auf die Suche nach ihm und beobachtet diesen beim Abendessen mit Monika im Stationszimmer. Langsam schleicht er wieder leise in sein Bett zurück. Nach geraumer Zeit kommt Monika und Albert ins Zimmer, um nach Ralf Ausschau zu halten. Der Doktor stellt fest, dass der Patient nun bereits das dritte Mal nichts isst und man ihn aufgrund der mangelnden Nährstoffzufuhr über Infusionen ernähren müsse. Geh, Fräulein Monika, bringen Sie die Infusion und injizieren Sie diese bei Herrn Dr. Ralf. Bitte, danke, weist Albert an und verschwindet sogleich. Als Monika im Begriff ist, die Information zu verabreichen, springt Ralf wutentbrannt aus dem Bett und schreit Monika an, greif mich nicht an! Du willst mich doch zerstören mit deiner hinterlistigen Art! Er wirft die Transfusionsflasche
mitsamt den Schläuchen in die Ecke des Raumes, wobei diese in Scherben zerbricht. Albert nimmt das Gespräch wahr und kehrt verwundert in den Raum zurück. Was ist denn, was geht denn hier vor? Man hört euch im gesamten Stockwerk um. Was ist mit der Transfusionsflasche passiert? Monika räumt die dessen Scherben auf und geht, sie in den Müll zu werfen. Albert, sie will mich fertig machen. Das darfst du nicht zulassen. Sie darf mich nicht angreifen. Fleht Ralf Albert an. Aber Herr Kollege, sie macht doch nur ihre Arbeit. Monika und du, ihr kennt euch doch schon so lange, entgegnet Alf verwundert. Ralf darauf. Albert, ich garantiere dir, mich bei meinem Schwiegervater Heinz für dich einzusetzen, dass du die ursprünglich für dich vorgesehene Position bekommst und du wegen deiner freien Meinungsäußerung nicht benachteiligt wirst. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber Monika erpresst mich und kann so meine Karriere und Familie zerstören. Bitte hilf mir du jetzt. Diese Aussagen besänftigen nun ein wenig Alberts Rachegedanken, denn er gewinnt den Eindruck, dass Ralf ehrlich zu ihm ist. Ralf erzählt ihm kurz und bündig, dass Monika nun seine Liebe mittels einer Erpressung zu erzwingen versucht, wobei er selbst auch gewisse Reue zeigt, wegen seines damaligen Verhaltens. Er selber war zu Monika seinerzeit nicht ehrlich und nun habe sie eine illegale Sache von ihm zufällig aufgedeckt. Albert, bitte bringe Monika irgendwie zur Vernunft. Monika und eine der Hausgouvernanten, nämlich Slavica, kommen in das Krankenzimmer, um den nassen Boden aufzuwischen. Albert darauf zu Monika. Ach Monika, lassen Sie Slavica das machen und kommen Sie mit mir in den Pausenraum auf einen Kaffee. In dem Moment kommt Christine zu Besuch mit einem Blumenstrauß und einer Tafel Schokolade. Vielen Dank, Fräulein Monika, dass Sie meinen Mann so liebevoll betreuen, meint sie und händigt ihr eine Schokolade aus. Monika ist hoch erfreut. Jedoch ehe sich die beiden austauschen, drängt Albert Monika in den Pausenraum. Christine ist erstaunt und sagt, Schatz, du bist ja ganz schweißgebadet und abgenommen hast du auch, stellt sie fest. Kein Wunder, diese Mann nichts essen seit gestern und mit dieser Flasche rumschmeißen. Ja, nichts gut. Denken haben Probleme. Mischt die Slavica ein und geht zur Tür hinaus. Christine fragt verwundert, wie? Du isst nichts und wirst mit Flaschen herum? Stimmt das? Schatz, ich befinde mich in einer sehr schwierigen Situation. Versteh das bitte, antwortet er. Sie betont extra, dass er sich doch keinerlei Sorgen zu machen braucht, denn sie selbst habe Albert den Unfallhergang plausibel und glaubhaft dargelegt. Da brauche er jetzt nicht durchdrehen. Ralf lenkt ab, indem er sich für den wunderbaren Blumenstrauß bedankt und auf ihre weiteren diesbezüglichen Aussagen einfach recht gibt. Im Pausenraum plaudert Albert mit Monika über verschiedene Dinge, währenddessen ihm der Krankenpfleger Udo, ein Verehrer von Monika aus der chirurgischen Abteilung, in den Sinn kommt. Er ruft in der Abteilung an und fragt, ob dieser denn für ein dringendes Gespräch in die Kaffeeküche kommen könnte. Als Udo sich dazu gesellt, hebt Albert Udos tolle Arbeit in den Vordergrund und schlägt ein gemeinsames Abendessen zu dritt im Kramhof vor. Bevor Christine sich von Ralf verabschiedet, fragt sie noch nach Monika. Diese sollte jeden Moment vom Pausenraum kommen, wird ihr ausgerichtet. Ralf kriegt es mit und wird energisch. Wieso brauchst du denn jetzt Monika? Ich bedanke mich nochmals bei ihr für ihr... Und anstandshalber, fremd entschuldige ich mich für dich und dein Verhalten, antwortet sie. Ralf versucht es ja auch zu reden, doch in dem Moment taucht Monika schon auf und Christine nimmt das Gespräch auf. Nochmals herzlichen Dank und wir bitten Sie vielmals um Entschuldigung. Mein Mann hat einfach die Nerven verloren, wobei er in dieser Sache völlig unschuldig ist. Er macht sich viel zu viel Vorwürfe. Vielleicht sagen Sie ihm auch nochmals, dass sie sich keine Sorgen zu sagen machen braucht. Monika darauf, ist er denn tatsächlich so unschuldig? Na, Fräulein Monika, ich bitte Sie, es war ein Unfall, das wissen Sie doch, entgegnet Christine. Monika darauf, ach so? Ich bin übrigens für die freiwillige Corona-Impfung, denn wenn man es gewaltsam versucht, dann kann auch entsprechende Gewalt zurückkommen.
Christine meint verwundert, wie sie denn jetzt darauf komme, was diese mit einem nur so beantwortet. Als Monika und Udo abends gut und angedreckt sich zu unterhalten scheinen, verabschiedet sich Albert langsam. Udo packt seine Rose aus und überreicht diese im gleichen Moment an Monika. Sie reagiert darauf voll gerührt und den Tränen treten in ihre Augen. Erstmals in ihrem Leben wird ihr richtig warm ums Herz und sie spürt bei Udo, dass sie nicht um Liebe ringen muss. Es entwickelt sich in den darauffolgenden Tagen eine sehr innige Liebesbeziehung. Albert lässt Monika bis zu Ralfs Entlassung in einer anderen Station arbeiten, obwohl auch Monika sich ein paar Tage später für die Erpressung entschuldigt. Sie sei jetzt in Sachen Liebe in guten Händen und habe gelernt, diese niemals wieder zu erzwingen. Albert habe ihr dazu verholfen. Kaum ist Ralf wieder im Alltag angekommen, setzt Ralf sich bei Heinz für Alberts Beförderung ein. Er schwärmt von Alberts wahrer Hilfsbereitschaft und Führungskompetenz, als er im Krankenhaus lag. Seiner Meinung nach ist er bestens für die Leitungsposition geeignet. Ralf verkündet ein paar Tage später und nach langen Gesprächen Albert die Möglichkeit seines beruflichen Aufstiegs, den er bei Heinz, dem Schwiegervater, erwirken konnte. Albert erwidert jedoch darauf: Das ist super nett von dir, aber ich werde kündigen und mich selbstständig machen. Gerne kannst du dich dafür einsetzen, dass ich ungehindert meine Meinung äußern darf. Ralf leitet dies an seinen Schwiegervater weiter und bittet inständig darum, dies so zu akzeptieren, zumal Albert sehr viel für ihn getan hatte. Heinz nimmt es zur Kenntnis und verspricht seinerseits, hier nicht zu intervenieren. Albert engagiert sich vermehrt für die Gesundheit der Menschen, indem er Prävention und gesunden Lebensstil propagiert. Er tritt gegen zwangsverordnete Maßnahmen auf und meint, Corona dürfe den Rechtsstaat nicht aushebeln und man dürfe nicht zulassen, dass die Bevölkerung vom Virus der Angst permanent infiziert werde, meinte er in einer Ansprache. Albert wird infolge dadurch von vielen verunglimpft und kritisiert auch Heinz. Beobachtet dies mit einem zwiespältigen Auge. Er unternimmt aber nichts und lernt dabei, unterschiedliche Zugänge zu akzeptieren. Albert regt auch viele Menschen an, selber zu denken und es gelingt ihnen, einen demokratischen Gegenpol zur Massenmeinung aufzubauen. Demokratie lebt von unterschiedlichen Meinungen, jedoch ohne Gewalt und Diffamierung. Vielleicht beinhaltet jede Ansicht gute und schlechte Aspekte. Glücklicherweise denken wir Menschen unterschiedlich, denn so entwickelt sich die Welt weiter. Danke fürs Interesse und eine schöne Zeit.